Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Genau, ihr seid jetzt alle wieder da. Aber das kann uns relativ egal sein. Ich glaube, da hinten haben wir alles soweit abgegrast. Schauen wir uns doch mal hier drinnen um. Rechts rüber, links rüber. Na, gucken erstmal hier. Würde ich vorschlagen. Hast du was? Mein Freund. Seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr... Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Dieser Planet, ihre Heimatwelt, war eine Offenbarung. Anscheinend nutzten viele, aber nicht alle Sepho die Macht. Sie nannten sie Lebenswind. Und ihre Nutzer, Weise. Drei Namen tauchen öfter auf. Aelram, Mictro, Kujet. Diese Weisen hatten wohl höhere Positionen inne. Der Rat hat auf meine Meldung zurückhaltend reagiert. Ihn interessiert nur die Geschichte der Jedi. Aber die Geschichte der Macht gehört uns allen. Na gut. Ist hier irgendwas drin von Interesse? Nö. Von der anderen Seite verschlossen. Alles klar. Dann werden wir uns da später mal drum kümmern. Zeit wieder zurückzugehen. Okay, das sieht mal nicht nach Wandlauf aus. Da können wir nicht hochklettern, dann gehen wir halt hier rüber. Gut. Bedien dich mal. Komm wieder her. Was ist das, BD-1? Lichtschwertmaterial, okay. Interessant. Du willst Bronze- und Kupferschwerte herstellen. Ah, wir haben Licht. Sehr schön. Das ist doch mal praktisch. Sehen wir endlich mal wieder was. Okay, das... Ja, dürfte das auch von vorhin nochmal sein. Dich. Sehr hinterhältig, meine Lieben. Na gut, aber ich sollte mich, glaube ich, mal wieder darauf gefasst machen, dass wir hier wieder von allen Seiten angegriffen werden können. Einmal. Zweimal. Hallöchen. Das könnte ein Problem werden. Ja, mal gucken. Yeah. Ah.
Gut gemacht. So. Ein Filak. Oh. Wenn sie provoziert, können Filaks aufgrund ihrer schlechten Augen den Kurs nur bedingt ändern und zerschmettern häufig an Felsen, wenn sie angreifen. Naja. Gut zu wissen. Bin echt verletzt. Quasi die Bergziege hier. Ja, da ist ein Meditationspunkt. Ich glaube, da haben wir das meiste hier mitgenommen. Können wir da irgendwie hin? Ich glaube nicht. Wirklich nur drauf. Ich seh's mir an. So, Raketendoppler. Mit der Machtkarte kannst du Projektile beeinflussen und ablenken. Ah ja, gut. Truppen laden nach dem Feuer nach, nutzt die Zeit, um Abstand zu verringern und anzugreifen. Jo. Macht natürlich Sinn. Ups, ne, das war noch nichts. Das war auch nix. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu timen, sehe ich gerade. Jetzt. Sehr schön. Ach, kein Blödsinn, du Windrad. Ja, ich weiß, das war dumm. Wir haben doch keine Zeit. Obwohl, eigentlich schon. Muss mir, glaube ich, echt mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen hier. So, ankommen. Jetzt mal gucken, dass mir hier nichts wieder nicht mehr nochmal irgendwas in den Rücken fällt. Naja. Ihr schießt immer noch, wenn ihr schon tot seid. Beziehungsweise kurz davor. So viel dazu. Dann, warte, hier ist mal irgendwas zu scannen. Tun wir das. Gute Leistung. Ja, den Kommandeur haben wir jetzt schon erledigt. Truppler, Kommandeur. Fähig nahe Sturmtruppen und ermöglicht den gebündelten und abgestimmten Beschuss von Zielen. Ah, ist mit Granaten bewaffnet. Ja, gut. Hat ihm jetzt auch nichts genützt. So, ich denke, dann können wir wieder die Abkürzung freischalten. Ja. Will ich mich nochmal regenerieren? Na, ich warte, glaube ich. Gut, das ist schon mal zu weit. Dann gehen wir hier außen rum. Los, Attacke! Gleich hab ich, muss mich nur konzentrieren. Ich kann ihn kriegen. Ihm nach, jetzt! Kommt ihr? Hey, BD1! Gutes Timing. Das ist klar. Gut, dachte schon, das wäre ein Meditationspunkt.
Ja, sollte hinhauen. Know your distance. Verwittertes Monument. Hey, ein Eindringling! Jo, dann kommt mal her, bitte. Du kannst nicht besser sein als ich. Nur mal gucken. Du bist schnell, was? Untödlich. Okay. Ein Sturmtruppenkommander. Kommandeur. Nee, Scout-Sturmtruppenkommandeur. Ja gut, sieht man halt an den Dings, glaube ich, an den Schulterblättern. Ich kann Blockenbarrieren und spezielle Drehtechnik einsetzen, höhere Ausdauer als die Untergebenen. Das habe ich gesehen. Die hat ein bisschen mehr ausgehalten. Mhm. Echt Zeit, diesen Scomp-Anschluss mal zu finden. Ich kann's nicht verschieben. Zumindest haben wir es mal markiert. Können wir das lesen? Nö. Ah, hier ist aber ein Speicherpunkt. Sehr gut. Ich glaube, den nehme ich tatsächlich auch mal gerade mit. Ich will mich jetzt doch nochmal auffrischen, bevor ich hier rübergehe. Hi. Ich glaube, das wird lustig, ihn abzuwehren. Versuch nicht zu fliehen. So schnell ist niemand. Okay, doch, besser als ich dachte. Okay. Ja, dann werden, glaube ich, auch nochmal genug zum Aufsteigen, ne? Einmal Fähigkeitenbaum, bitte. Ich muss mal wieder, genau, ich müsste echt mal wieder hier machtmäßig, wohl bei den normalen Gegnern reicht es tatsächlich aus. Ja, ich glaube, dann würde ich das gerne mal upgraden. Gut, die Frage ist, was machen wir nun? Wie es scheint. Oh. So, ein schwerer Angriffstruppler. Abgeschirmte schwere Langstreckenwaffe hat mit hoher Feuerrate, kann zahlreiche Treffer einstecken. Ja, langsam, lange Ladezeit vor dem Schuss und lange Abklingzeit nach dem Angriff ermöglichen Angriffsmöglichkeiten. So, geht doch. Frage ist, was ihr hier noch alles bewacht. Naja, ich glaube, den kriegen wir auch noch nicht auf, ne?
brauchst dringend so einen Anschluss, mein Lieber. Du brauchst dringend so einen Anschluss. Ist hier irgendwas Tolles? Jetzt müssen wir da kommen, wir ran. Oh, okay. Was war da drin? Neue Hülse. Oh, das sieht natürlich nicht gut aus. Andererseits, ich glaube, ich gehe erstmal gucken, was da hinten in dem, bei dem Windrad war. Ganz ruhig, Grünschnabel. Wir haben einen langen Tag mit Wachdienst vor uns. Ist mir recht. Ich mag Wachdienst. Natürlich. Jeder liebt Wachdienst. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nachher runter. Hier war ich zumindest hier oben noch nicht. Aber da kommen wir auch nicht hoch. Da brauchen wir auch irgendwie einen Doppelsprung oder sowas. Habt ihr etwas gesehen? Augen darüber! Feuer! Bestätige! So, dann können wir uns tatsächlich mal... Hat's ja gelohnt mit dem Anschleichen. Nicht schlecht. So, dann haben wir jetzt hier auch noch Möglichkeiten. Schauen wir uns das vielleicht erstmal an. Oh, hi. Marianna. Kümmere dich um Sienna. Da haben wir noch einen toten Dorfbewohner. Okay. Als nächstes noch eine Höhle, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Möglich. Okay, dann haben wir das nächste Echo noch. Ich glaube, dann gehen wir doch nochmal zurück. Ein Sturmtruppler erwischt. Hinweis auf einen Kampf. Ja, weil das hier sieht. Obwohl, nee, hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Skangus, intelligente Pflanze, mit Sprengstoff gefüllt. Hier steht, sie sind nervös? Solange wir aufpassen und Abstand halten, kann nichts passieren. Hier steht auch, dass der Wind sie umherwehen kann. Wie gesagt, Abstand halten, dann kann nichts passieren. Gut zu wissen. Gut, ich glaube, dann kommen wir tatsächlich da hinten erstmal weiter. Dann entweder kommen wir dann hier durch oder wir finden halt diesen Scomp-Anschluss endlich mal. Was ja auch ganz praktisch wäre.
jetzt ja auch schon oft genug darauf hingewiesen worden, dass wir den doch mal bräuchten. Na gut. Oh. Wir sind unauffällig. Gut, dass da jetzt keiner drin war und rausgeguckt hat. Hier haben wir jetzt wieder eine Eisfläche. Okay, hier sollen wir nicht hoch. Gut. Jetzt sind wir hier oben. In Ordnung. Ich sehe dich. Du scheinst ja nicht so weit zu schießen, oder? Okay. Mein Lichtschwert. Die Finger davon lassen. Na gut, dann haben wir den schon mal weniger. Die nächste Höhle, wie es scheint. Ah ja, cool. Okay. Können wir nochmal anschauen. Da können wir erstmal nichts reißen. Du bist auch noch zu. Bewegung voraus. Hi. Oh, das war der Drehschlag, alles klar. Du bist erledigt. Ich glaube, wir haben die schon geblockt, aber gut. Gut, dass der einzeln war. Ich, wie gesagt, verlangsamen kann ich ja auch noch. Da ist was um die Ecke, ne? Jo. Ah, du hättest dann angegriffen, ne? Na, Glück gehabt, dass wir den Hinterhalt noch rechtzeitig bemerkt haben. Wo wir gerade beim Verlangsamen sind, nutzen wir es doch mal. Komm wieder her. Was haben wir gefunden? Pflicht und Entschlossenheit, das passt doch wunderbar. Jetzt spring doch bitte automatisch an dieses Seil dran. So, ich glaube, ich darf einfach die Tasten dabei nicht nutzen. Oder drehen. Ich koche Medizin, BD1. Ah, das geht da drinnen ab, okay.
Also rüber zu laufen ist kein Problem. Ich würde halt ganz gerne mal noch an den Schalter da hinten dran. Ja, war das mal so? Der Schalter nicht, Kiste. Hast du was gefunden, BD1? Durastein. Hart wie Kruppstahl. So, hier wird jetzt aber nichts mehr, oder? Wie machen wir das denn? Irgendwie müssen wir da hoch, ne? Das war knapp. Kerl, das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei, danke. Ja. Ah, du kommst wie gerufen tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, wir meditieren nochmal eine Runde. Fähigkeit beim Rechts leider nicht, aber wir können es mal wieder auffrischen, glücklicherweise. So viel dazu. Ah, zwei Stück, okay. Und noch mehr. Ich glaube, er hat Angst. Dann? Ich hab dich. Nimm das! Zu schnell! Kannst du knicken, Kollege. Ich glaube, der eine hat es direkt zerlegt beim Runterfallen. Habe ich allerdings jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt. Na gut, dann schauen wir hier nochmal kurz rein. Hey! Was ist es? Noch neue Lackierung. Sehr schön. So, und jetzt? Das sieht mit einer Seminrutschpartie aus. Okay. Ja. Jetzt solltest du gerne springen. Hüpf, hüpf doch bitte. Ich drücke springen, du sollst dann bitte springen. Ja, und dann sollst du jetzt das Seil noch greifen. Mhm. Klappt wunderbar. Hier muss man auch viel zu sehr steuern, muss ich mal anmerken. Ja, das hätte man alles etwas automatischer machen können.
Utsch. Ich habe was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Ja, noch. Okay, hätten wir noch mal einen Wandlauf. Das geht wenigstens gut. Du hältst ein bisschen mehr als deine Kollegen, ne? Oder ich habe halt nicht getroffen. Aber ja, dann soll es tatsächlich auch für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.